Ach du Scheiße, das kann ich nicht zeigen. BMW, und zwar ein 2er BMW. Was der letzte Chat mit Jonas war. Okay. Kunst 1, Musik 1, Hauswirtschaft 1. Sie hatten eine Begegnung mit einer später Corona-positiv getesteten Person. Nur selten wirktest du fröhlich und hattest nur vereinzelt Kontakte zu deinen Mitschülern. Ich kann euch jetzt nicht meine WhatsApp-Verläufe zeigen, das ist zu unangenehm. Hallo? Herzlich willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Wie Sie wollen, Cheeseburger ohne Käse. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video. Ich halte mal wieder meinen Arm so schön hoch, weil es irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie macht Spaß. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist der 1. Dezember. Das Video kommt am Freitag online, aber heute, wo ich dieses Video drehe, ist der 1. Dezember. Das heißt, ich öffne jetzt mein Türchen. Jeder Influencer so 10 Kalender von Amorelie-Eis.de und keine Ahnung. Und ich komme damit. Den habe ich mir selber gekauft beim Rewe. Voll lecker, Schokolade. Okay Leute, let's open the Türchen. Wo ist die 1? Da. Oh mein Gott, ist das etwa Vollmilch? Das ist ja voll langweilig. Egal, auch geil. Hm, das werde ich jetzt schnabulieren. Ey Leute, ich finde das voll cool. Ich habe gehört, es gibt sogar einen Kalender von Funny Fresh, also mit Chips drin. Schreibt bitte mal in die Kommentare, was habt ihr für einen Kalender. Es gibt ja auch von Rituals wieder diese riesigen Kalender. Tja, ich will nie erleben sowas. Es ist schon ein paar Wochen her, aber ich habe euch auf Insta diesen Sticker gesetzt und hingeschrieben. Zeig uns deine. Und da habt ihr mir ganz fleißig Antworten gegeben. Genau, und deswegen wird das jetzt ein Video. Selina, zeig uns deine. Ich werde eure Fragen beantworten und euch diese Sachen zeigen. Das Ganze in so eine Art Vlog verpacken, denn ich muss auf jeden Fall mal mein Auto waschen. Und da ihr das Auto ja auch gerne mal sehen wolltet, passt es doch. So Leute, ich sitze im Auto, kriege die ganze Zeit Snaps von euch und wir schauen noch mal, was ihr so von mir sehen wolltet. Zeig uns deinen ersten Chat mit Lina. Okay, ich kann mal gucken, ob ich den habe. Ich habe mir ein neues Handy gekauft und die ganzen Chats sind weg. Also bis zu den letzten 2-3 Wochen oder so. Aber der mit Lina könnte noch da sein. Na, ich sehe die ganzen Hundebilder. Ah, oh mein Gott. Vielleicht wissen manche von euch noch, wie das mit Lina und mir angefangen hat. Wir haben uns ja krass Klassenfahrt, nee, Wille Liebe kennengelernt. Und dann waren wir ab und zu mal live auf Instagram und dann haben wir uns irgendwann mal persönlich getroffen. Und die erste Nachricht, die ich Lina geschrieben habe, ich blende euch das jetzt mal hier ein. Hey, hier ist Selina, hole dich 21:15 in den Livestream rein, okay? Wenn es Probleme gibt, schreib mir hier. Oh, yes, okay, gut, dann weiß ich Bescheid, dann mache ich mich ready. Okay, hole dich bereit, schick Anfrage. Bist du dumm, wie geht das? Lina wusste nie, wie man Livestream macht, die hat das noch nie gemacht. Ich habe auch hier schon mal die ganzen Fragen aufgeschrieben, ich kann die dir gerne nochmal schicken, wenn dir irgendwas zu... Ach so, wir haben uns eine ganze Liste gemacht mit Fragen. Wir haben nämlich einen Krass-Klassenfahrt-Livestream gemacht und dann über Krass-Klassenfahrt geredet und Fragen dazu beantwortet. Okay, das klingt als sehr, sehr spannend. Das ist echt schön ausgesucht. Ah! Was habe ich für eine Stimme? Die erste Frage, die kann ich ganz lustig beantworten. Das ist oh, und dann kam, das kann ich euch auch nochmal screenshotten, ich blende es euch einmal ein. Hey, Girl, hast du die Tage irgendwann mal Lust und Zeit, dass ich nach Köln komme und wir was machen? Habe momentan eine miese Zeit und wäre froh, einmal einen Tag wenigstens hier wegzukommen. Könnten chillen oder YouTube-Videos drehen oder irgendwas Nices. Ey, das ist so süß. Lina ist irgendwie, hat sich ganz oft ein bisschen abgefuckt in Koblenz und sie wollte gerne mal rauskommen und dann fand ich es total süß, dass sie mich gefragt hat so, ob wir es zusammen machen wollen. Da habe ich mich so voll geehrt gefühlt. Dann fing es an, dass wir uns getroffen haben. Süß! Ich schau mal, was ihr noch gefragt habt. Ich habe gerade ein bisschen Angst, aber meine letzten Chats bei Insta und WhatsApp. Ich gehe mal auf WhatsApp. Ach du Scheiße, das kann ich nicht zeigen. Ach du Scheiße! Das kann ich euch nicht zeigen. Ich kann euch jetzt nicht meine WhatsApp-Verläufe zeigen, das ist zu unangenehm. Ach du Scheiße. Es kann sein, dass jetzt etwas zensiert wurde. Nehmt es mir bitte nicht übel, aber das geht leider nicht. Kurze Erklärung zu Melina. Ich habe tatsächlich einen Termin bei Melina gemacht, weil meine Haare, wie ihr wisst, super abgebrochen sind. Und ich es gerne mal mit Extensions versuchen würde. Das wären Tape-in-Extensions und ich würde die auch nicht besonders lang machen, sondern auf meine Länge nur so ein bisschen auffüllen, damit die ein bisschen dicker wieder sind, die Haare. Und falls mir irgendwie nicht gefällt oder irgendwas stört, kann ich sie auch wieder rausnehmen lassen. Das ist jetzt nicht so tragisch. Ich würde es halt gerne mal ausprobieren. Und da es halt Tape-in-Extensions sind, sind die sehr, sehr schonend, haarschonend. Am Freitag lade ich das Video hoch. Eine Woche später
werde ich die Haare bekommen. Das heißt, Leute, folgt mir auf Instagram. Ich werde da nämlich alles dazu posten. Und zwar nur auf Instagram. Also ich werde euch das gar nicht auf YouTube oder so, ich werde euch gar nicht mitnehmen auf YouTube, sondern ihr könnt es nur auf Insta sehen. Also Leute, ich kann mal gucken. Ich wollte gerne mein Auto waschen gehen und auch von innen in so einer Waschstraße, wo das Auto von innen gewaschen wird. Habe ich überhaupt Bargeld? Ja, ich glaube schon. There it is. Ich habe gerade ernsthaft mein Lenkrad extra runtergestellt, damit es nicht im Weg ist im Bild. Mashallah. Ich war gerade in der Waschanlage, das erste Mal in dieser Waschstraße mit Innenraumreinigung. Ich habe gesagt so, ey Bro, da ist ein bisschen Kotze vor meinem Hund. Wäre cool, wenn ihr das wegmachen könntet. Das ist einfach immer noch da. Aber mir ist gerade eingefallen, ihr wolltet ja auch noch meinen Instagram-Chatverlauf, meinen Instagram-Chatverlauf oder wie auch immer sehen. Ich weiß nicht, wie es da aussieht. Okay, ich mache einen Screenshot, Freunde. Das ist okay, das könnt ihr gerne sehen. Ja, ist nichts Besonderes. Okay, Freunde, kommen wir zu eurer nächsten Frage, beziehungsweise Antwort, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat jemand geschrieben, zeig uns dein Auto. Es ist ja gerade frisch gewaschen. Es regnet zwar ein bisschen, aber ich kann es euch gerne mal zeigen. Beziehungsweise auch ein bisschen von innen oder so. Ich habe euch das mal im Livestream gezeigt, aber irgendwie fragen das immer voll viele. Darum zeige ich es euch mal. Innenraum sieht ganz einfach so aus. Jetzt alles schön frisch sauber gemacht. Das Interieur ist nicht das neueste, weil der 2BMW nicht neu gebaut wird. Aber ich finde es super schön. Und das hier ist schönes Alcantara-Leder. Ja, mal nach hinten gucken. Also ich habe nur 3 Türen. Das heißt, ich habe hinten keine Türen, aber es juckt mich auch absolut nicht. Und da ist diese Kotze. Guckt mal, Leute. Das ist immer noch, man sieht es voll, oh Mann, die haben das hier gar nicht weggemacht. Ich glaube, die haben hinten gar nicht sauber gemacht. Oh mein Gott, guck mal, die haben hinten gar nicht sauber gemacht. Oh mein Gott, ich glaube, weil ich keine Türen hinten habe und die keinen Bock drauf hatten. Oh, safe. Die machen mal die Türen auf und putzen dann alles immer schön. Aber ich habe hinten keine Türen. Und dann hatten die wahrscheinlich einfach gar keinen Bock, sich da hinten reinzufriemeln und das irgendwie. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich finde es halt viel schöner, weil die Türen so schön lang sind und ich das so schön sportlich finde und... Ich nehme super selten Menschen mit und dann ist es mir auch scheißegal, ob die eine Tür haben oder nicht. Das hier ist mein kleines Auto. Es ist ein BMW und zwar ein 2er BMW. M-Paket, kein richtiger M, also ich habe keine 400 PS, sondern nur in Anführungsstrichen 190. Aber ich hatte vorher bei meinem Grande Punto 55 PS. Das ist schon ein guter Unterschied. Aber wie gesagt, hat er die langen Türen, was ich sehr schön finde, hatte ich bei meinem Punto auch, fand ich cool. In weiß. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, ich wollte fast einen Blau holen, in diesem M-Blau. Boah, richtig geil. Aber ich dachte mir so, auf Dauer wird mich das wahrscheinlich nerven und habe ich dann wahrscheinlich keine Lust drauf. Deswegen habe ich mich für weiß entschieden. Leute, kennt ihr dieses Feld von meinen Bildern und von meinem letzten Livestream? Grüße gehen raus an die Leute, die das noch wissen. Ja. Es regnet gerade und meine Kamera wird übertrieben nass. Und es ist total nebelig, wie ihr seht. Ich bin so ein Opfer, ne? Guck mal, das mache ich im Lockdown. Ich fahre alleine mit dem Auto rum, hänge alleine am Feld rum. Das war's. Seid ihr Menschen, die frühstücken? Ich habe momentan irgendwie so ein Problem, weil ich nicht mehr frühstücken will, weil ich keinen Bock mehr habe. Weil ich morgens keinen Hunger habe, auch nicht um 11 Uhr oder um 12 Uhr oder wie viel Uhr haben wir jetzt? Ich habe noch nichts gegessen. Um 13 Uhr, ich habe noch nichts gegessen, weil ich einfach keinen Appetit habe, aber das schon seit Tagen. Und ich immer nur meinen Kaffee trinke und mehr nicht, obwohl ich immer so voll Frühstück genossen habe, wisst ihr? Die nächste Person hat gesagt, zeig uns dein Homescreen am Handy. Das hier, so sieht mein Sperrscreen. Wie sagt man das? Hä? Auf jeden Fall sieht das bei mir so aus. Ich habe ein Bild mit Lina drin, weil ich keinen Freund habe. Deswegen muss Lina dran glauben. So sieht mein Handy aus. Ich habe so einen Louis Vuitton-Hintergrund, einfach in schwarz. Weil ich es irgendwie cool finde. Also das hier ist mein Homescreen. So sieht das aus. Ihr seht, Snapchat eskaliert komplett. Weil ihr im letzten Livestream habe ich euch meinen Namen gesagt. Deswegen haben mich ultra viele Leute geedit und ich kann euch gerne nochmal jetzt, es ist eh zu spät, Freunde, deswegen schreibe ich euch mal hier meinen Snapchat-Namen hin, ihr könnt mich gerne adden, ich adde euch alle zurück, also ich heiße das selina.wsnr. Wenn wir nach rechts gehen, habe ich hier diese Apps, also ich habe wirklich nicht viele Apps, ich bin so ein richtiges Opfer, was es angeht, aber wenn wir schon mal da sind, gehen wir auf die Corona-App. Ich habe es jetzt wieder aktualisiert und ihr seht, ich habe ein niedriges Risiko, das hatte ich bisher die ganze Zeit, also ich hatte
bei mir war eigentlich immer alles gut. Da steht eine Begegnung mit niedrigem Risiko. Ich gehe mal da drauf, weil ihr könnt jetzt hier lesen. Sie hatten eine Begegnung mit einer später Corona-positiv getesteten Person. Das finde ich krass. Ihr Infektionsrisiko wird auf Grundlage der Daten der Risikoermittlung dennoch als niedrig eingestuft. Ein niedriges Risiko besteht insbesondere dann, wenn sich ihre Begegnung auf einen kurzen Zeitraum oder einen größeren Abstand beschränkt hat. Sie müssen sich also keine Sorgen machen. Krass, oder? Ey, das ist so heftig. Krank, Alter. Das hätte ich niemals gedacht. Also, keine Ahnung. Ich gucke halt manchmal so auf die Corona-App drauf, um zu sehen, wie gerade so der Status ist. Aber meistens ist halt immer alles gut. Aber, voll krass, dass ich einfach wirklich Kontakt mit einer Corona-positiv getesteten Person hatte. Aber anscheinend ist ja wohl alles gut. Krass, ey. Es ist ja jetzt so, dass wirklich bis zum 20. Dezember die ganzen Regelungen so bestehen bleiben. Also sozusagen der Lockdown sich noch ein bisschen länger zieht und voraussichtlich auch Anfang Januar, also das Ganze bis Anfang Januar gehen wird. Das Ding ist, Leute, wir müssen jetzt alle einfach Geduld haben, zusammenhalten und zu Hause bleiben, uns an die Regeln halten, keine heimlichen Partys feiern, uns nicht heimlich mit Freunden treffen. Ich mache es immer so, dass ich immer mit meinen Freunden telefoniere, ich rufe die immer an und gehe denen auf die Nerven. Oder es gibt halt auch genug Dinge, die du alleine tun kannst, wie du dich beschäftigen kannst zu Hause. Und du musst dich halt nicht unbedingt immer mit Leuten treffen, so. Auch wenn man schnell vereinsamt, so Leute, ihr könnt immer noch eure Freunde anrufen oder anderweitig. Oder ihr schaut einfach, dass ihr nur eine, wirklich nur eine Person habt. Einen Freund, eine Freundin, mit der ihr euch trefft. Und die trifft sich auch nur mit euch. Nur zu zweit rumhängt, aber keinen Kontakt mit anderen Leuten noch dazu habt, außer jetzt eurem Haushalt. Also, dass ihr wirklich schaut, dass ihr euch da an die Regeln haltet. Klar, es ist schwer auch für die ganzen Gastronomien und. Aber wir müssen einfach das durchziehen, damit wir nicht noch einen dritten Lockdown bekommen oder es noch schlimmer wird. Und 2021 endlich besser wird und wir wieder alles so machen können wie damals. 2019, als noch alles gut war. Leute, ich kann euch echt nur die Corona-Warn-App ans Herz legen. Also ladet euch die einfach runter. Ihr müsst sie nur aktivieren. Mehr müsst ihr nicht machen. Ihr müsst auch keine persönlichen Daten eingeben oder sonst was. Die App funktioniert über Bluetooth. Das heißt, wenn ihr eine Begegnung mit einer anderen Person habt, die auch die Corona-Warn-App runtergeladen habt, dann speichert das Handy das ab. Und wenn die Person, die ihr getroffen habt, irgendwann auf Corona positiv getestet wird, werdet ihr benachrichtigt. Und das ist halt mega, mega gut, weil sonst würdet ihr das ja niemals herausfinden. Je öfter die Corona-App runtergeladen wird, desto funktionstüchtiger ist sie natürlich auch. Haltet euch an die Regeln. Es gibt genug Dinge, die wir tun können zu Hause. Ihr könnt euch nämlich einfach hinsetzen und meinen Livestream gucken, meine Videos gucken. Ich meine, was gibt's Besseres, ne? Also, ihr wollt unbedingt wissen, was der letzte Chat mit Jonas war. Leute, ich weiß halt einfach nicht mal. Ich habe keinen Chat mit ihm. Einfach, weil ich ein neues Handy habe und alle Chats weg sind. Also, Freunde, I'm so sorry, aber da ist leider nichts. Leute, eine Frage, die habe ich schon öfters gehört, okay? Und zwar, zeig uns deine Küche. In der Roomtour war keine. Leute, ich habe es doch gesagt, ich wohne noch zu Hause. Ich habe keine eigene Küche und kein eigenes Badezimmer. Ich habe nur diese drei Zimmer, die ich in meiner Roomtour euch gezeigt habe. Ich werde euch das mal hier oben in die Infobox reinsetzen, das Video. Könnt ihr euch gerne angucken, die Roomtour ist ganz cool geworden. Aber ich werde voraussichtlich nächstes Jahr ausziehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ihr schreibt mir, ihr schickt mir die ganzen Snaps und ich kriege das die ganze Zeit angezeigt. Also Leute, die nächste Person sagt, zeig uns deine Lieblingsplaylist oder Musik, die du in letzter Zeit hörst. Viele von euch wissen das schon. Ich habe meine eigenen Playlists auf Spotify und die ihr am meisten feiert, ist die Beats Mode Playlist. Die hat schon 4,6000 gefällt mir's. Ich krieg dafür jetzt kein Geld oder sowas, aber ich find's einfach toll, dass ihr meine Musik feiert, deswegen feiere ich das richtig. Da sind meine liebsten Songs drin, die ich am meisten höre und die aktualisiere ich auch am häufigsten. Also die Lieder, die ihr da oben seht, die höre ich eigentlich jeden Tag. Und sonst habe ich halt noch ein paar andere Playlisten. Party, Beats, Moody Bass, Legends, Rap Tracks und Xmas Beats. Ich habe nämlich letztes Jahr eine Xmas Beats Playlist gemacht und da sind halt so Trap Songs drin und das ist so geil. Das sind halt wirklich Christmas Songs, die halt so ein Trap Mix sind und das ist so fucking geil. Ihr müsst euch das unbedingt angucken. Ich kann euch ja leider keine Musik zeigen, because of copyright. Aber was ich euch zeigen kann, ich habe jetzt gerade voll Bock, das anzumachen, ist meine Outro-Musik. Der hätte wirklich alles gepasst, so Charakter. Das sieht mit Lina das letzte Video. Okay, wir hoffen, damit euch das Video gefallen. Schreibt es auch gerne in die Kommentare, weil es Lina einfach wird. Okay, was sollen die Kommentare schreiben? Ein Herzchen. Und Herzchen. Und wie groß ihr seid und ob wie alt ihr seid und vielleicht ob ihr auch was Passendes für Lina seid. Wir würden uns freuen. Okay, Leute, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Warte, ich will gemacht. Okay. Oh, wow. Das ist unnormal geil. Leute, hier war auch jemand ganz, ganz lustig und hat gesagt, zeig uns mal deinen Freund.
hasse euch. Ja, Leute, ich habe keinen Freund. Schön, dass ihr immer darauf rumhackt. Leute, weil ich euch nicht erzählt habe, jetzt gerade, wenn das Video online kommt, guckt auf jeden Fall mal in meine Story, weil ich bin gerade auf einem Dreh. Ich bin gerade, wo das Video online kommt, auf einen Dreh für Amazon Prime mit Abby zusammen. Und ich freue mich schon voll darauf. Ich bin nämlich in Hamburg dann in dem Moment. Also guckt gerne bei mir auf Insta vorbei, Friends. Ich glaube, ich fahre jetzt erstmal wieder nach Hause und dann zeige ich euch von da aus noch ein paar Sachen, weil ihr noch so ein paar Sachen sehen wollt, die ich zu Hause habe. Kleine, hallo. Ihr wollt den Schnee sehen, Leute, da ist sie. Hallo, kleine Mausi. Hallo, Baby. Oh. So. Entschuldigung. Die nächste Frage, die ihr gestellt habt. Schauen wir mal. Jemand fragt, Selina, zeig uns deine Yeezys. Und jemand hatte auch gefragt, zeig uns deine ganzen Taschen. Und zwar habe ich hier dieses Regal. Ich habe da alles gefüllt mit diesen ganzen Taschen zum Flags. Keine Ahnung, ich finde es ein bisschen übertrieben. Es ist halt absolut bescheuert. Aber egal, auf jeden Fall habe ich da meine Balenciaga-Schuhe stehen. Und hier, wenn wir eine Etage runtergehen, habe ich hier einfach so einen ganzen Krimskrams drin. Und nein, die ist nicht echt. Einfach so irgendwelche Sachen. Hier sind meine Rechnungen zum Ignorieren. Dann haben wir hier meine Parfüms, die ich sehr, sehr liebe. Also das hier liebe ich sehr. Und ganz besonders das. Das ist so, so lecker. Hier sind meine zwei Taschen. Das sind auch meine einzigen Handtaschen, die ich trage tatsächlich. Ich trage momentan die ganze Zeit nur diese hier. Das ist die Louis Vuitton Multi Pochette. Mit einem Sticker hinten drauf tatsächlich. Die ist mega geil, ich liebe die. Und dann habe ich hier meine Prada-Tasche. Die ist auch in diesem Stil, also die ist auch zum Umhängen. Das sind die beiden Taschen, die ich immer trage. Ich habe eine Etage tiefer stehen meine drei Yeezys, die ich besitze. Hier meine Air Force und darunter so Stiefel. Ja, also da sind Doc Martens und das sind zwei Paar Stiefel von Trillin Lady Label. Die sehen sehr, sehr geil aus. So ein bisschen wie diese Prada-Schuhe. Hier sind einmal die Rick and Morty-Schuhe. Das hier sind meine Air Force, die ich am liebsten trage. Und das hier sind nochmal ein anderes Paar Air Force. Und ja, die Yeezys kennt ihr aber auch eigentlich alle. Also, das hier sind die Zion. Das sind die Taillight heißen die. Und das ist Reflective Static. Ja, genau. Yeezys sind die gemütlichsten Schuhe, die es gibt. Und die Balenciaga, ich weiß, dass viele von euch die auch ganz cool finden. Das sind die schwersten Schuhe, die ich je in meinem Leben besitzt habe. Aber mega geil zum Kombinieren. Ich liebe die. Also, die sehen auf jedem Outfit mega cool aus. That's it, Freunde. Jemand hat geschrieben, zeig uns dein Abi-Zeugnis. Jemand hat geschrieben, zeig uns dein Zeugnis der 10. Klasse. Okay, gar kein Problem. Ich muss dafür erstmal all das hier wegstellen. Oh Leute, wie soll ich das finden? Ne, ich glaube eins tiefer. Hat gerade irgendjemand geschrieben? Snapchat, schon wieder irgendjemand von euch? Das sind ganz viele Zeugnisse. Das ist ein Klassenfamilienbuch. Alter, jetzt hör doch mal auf. Von 2010. Ich guck mal, ob ich meine Seite finde, weil ich will jetzt nicht die ganzen anderen Leute zeigen. Oh mein Gott. Das ist meine Seite. Das ist wie so ein Abschlussbuch. Aber halt von der 5. Klasse irgendwie. Hä, macht gar keinen Sinn. Egal. Meine Familienseite. Meine Mutter. Dieses Bild ist ewig alt. Meine Schwester. Meine Schwester ist jetzt 29. Und da war die, keine Ahnung wie alt. Was steht hier? Mein Papa. Die sehen alle ganz anders aus, ne? Ich. Hauptsache, ich nehme ein Bild, wo ich so klein bin. Und dann meine Hunde, weil es ist ja eine Familienseite, ne? Deswegen müssen ja auch meine Hunde drauf sein. Paula und Diego, die sind beide tot. Das war ein Labrador und das war mein Hund. Den haben wir bekommen, weil ich ihn unbedingt wollte. Und ich liebe ihn. Der ist 2017 gestorben, also 7 Jahre später. Und ich liebe ihn so sehr. Ich vermisse ihn so sehr. Oh mein Gott, das war wirklich mein Hund, mit dem ich aufgewachsen bin. Deswegen ist es so. Diego. Ein schwarzer, großer Hund, der Diego heißt. Das ist nicht toll. Ich will das nochmal. Und Paula ist auch gestorben. Sie ist ein brauner Labrador. Wir haben jetzt einen neuen braunen Labrador. Die ist jetzt auch schon 6. Und die heißt Tula. Und wir haben halt Schnee, ne? Die kleine Weiße. Ich war übrigens auf der Gesamtschule Köln-Rodenkirchen. Falls ihr da auch drauf seid, Leute, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich finde es zu lustig. Das ist mein Abi-Zeugnis, Leute. Deutsch eine 2? Kann doch nicht sein, oder? Das ist nicht mein Abiturzeugnis. Habe ich mein Abiturzeugnis überhaupt noch? Das ist weg. Ich schwöre, ich habe es nicht mehr. Das ist mein Abschluss der 10. Klasse. Kunst 1, Musik 1, Hauswirtschaft 1. Das ist nicht mein Abiturzeugnis, denn das sah ganz anders aus. Ich wurde ja ungefähr 2005 oder so eingeschult. Und im ersten Schuljahr bekommt man ja kein Zeugnis, sondern nur so einen Text, ne?
wie man sich so verhält. Und ich war richtig scheiße. Selina, du hast dich in deiner neuen Lernumgebung gut eingelebt. Im Umgang mit deinen Mitschülern warst du sehr zurückhaltend, aber meist freundlich. Meist freundlich. Ich war richtig assi. Ich war sehr zurückhaltend, das stimmt. Ich habe mich noch nie gemeldet. Ich fand das ganz schlimm. Also die Grundschule war die schlimmste Zeit für mich in meinem ganzen Leben, weil ich auch nicht gut behandelt worden bin von Lehrern und von Mitschülern. Nur selten wirktest du fröhlich und hattest nur vereinzelt Kontakte zu deinen Mitschülern. Im Laufe des Schuljahres hast du dich in deiner Hinsicht positiv weiterentwickelt. Dich verbinden nun Freundschaften zu einigen Kindern und besonders schön ist es, wenn man dich lachen sieht. Nach wie vor wirkst du aber oftmals sehr ernst. Ich wirkte sehr ernst. Ich war aber immer so richtig ernst. Ich habe immer nur so geguckt und war immer so richtig abgefuckt, weil ich Menschen hasse und weil ich in der Grundschule generell Menschen gehasst habe. Und es gab aber eine Situation, da hat so ein Mädchen wegen irgendwas geheult, ne? Ich habe es halt nicht eingesehen, da jetzt irgendwie Mitleid zu zeigen und oh mein Gott, du armes Mädchen, ne? Ich habe mich da rausgehalten, weil es für mich komplett albern war. Das war der dümmste kindliche Grund, um zu heulen, ne? Das ist so richtig typisch. Und ich habe mich da rausgehalten und wurde deswegen komplett fertig gemacht, weil ich kein Mitleid gezeigt habe und weil ich mich halt rausgehalten habe und nichts damit zu tun haben wollte. Und ich wurde auch mal verprügelt in der Grundschule, Alter. Es war wirklich nur, weil man nicht so ist wie die anderen. Aber ich hatte so ein, zwei Freunde, mit denen ich jetzt noch sehr gut bin. Wir waren so die Außenseiter immer. Dienst und Aufgaben für die Klasse übernimmst du nur selten. Ich würde mir wünschen, dass du hier mehr Verantwortung für die Gemeinschaft ergreifst. Du hast noch oft Mühe, dem Unterrichtsgeschehen zu folgen, weil deine Aufmerksamkeit rasch nachlässt. Ja, ich war auch immer so, die hat mich immer einfach so drangenommen. Und ich so, hä? Was? Ich habe nicht zugehört einfach so. Manchmal habe ich den Eindruck, dass du nicht bei der Sache bist. Dadurch verpasst du neue Lerninhalte. An Unterrichtsgesprächen beteiligst du dich nur selten selbstständig. Selina, du hast im Schreiben erfreuliche Fortschritte gemacht. Nachdem du anfangs noch Schwierigkeiten hattest, die Laute im Wort abzuhören, hast du dich mehr und mehr an die lauttreue Schreibung der Wörter angenähert. Ich glaube, ich kann immer noch nicht lesen. Okay, jetzt kommen wir zur Kunst, okay? Deine Bilder im Kunstunterricht beeindrucken durch farbenfrohe und fantasievolle Ausgestaltung. Auch im Umgang mit Bastelmaterial zeigst du dich geschickt und kreativ. Das konnte ich, hatte dann auch Kunst-LK. Der weiterführenden Schule. An den musikalischen Elementen des Unterrichts beteiligst du dich mit wechselndem Eifer. Gerne wirkst du mit Bewegungsliedern mit oder musizierst mit orphischen Instrumenten. Beim Singen unterstützt du den Chor der Klasse eher zurückhaltend. Im nächsten Schuljahr solltest du die Klasse... Ja, Digga, als ob ich da laut singe. Ich war total schüchtern. Selina, beim Sport zeigst du dich meist wendig und schon recht ausdauernd. Ende des Liedes ist, ich habe keine Gymnasialempfehlung bekommen und musste deswegen auf eine Gesamtschule. Also nach der Grundschule, nach der 4. Klasse kommst du in die 5. Klasse und dann musst du halt entscheiden, gehst du auf ein Gymnasium, auf eine Realschule, auf eine Gesamtschule, auf eine Hauptschule. Und ich habe nur eine Haupt- und Realschulempfehlung bekommen, weil ich in ihren Augen nicht intelligent genug bin, keine Ahnung. Und deswegen bin ich auf eine Gesamtschule gegangen, weil meine Mutter das Ziel hatte, dass ich Abitur mache. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich fand es damals auch mega scheiße, dass ich nicht auf ein Gymnasium gehen durfte. Genau. Also Leute, ich finde mein Abi-Zeugnis nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Wahrscheinlich habe ich es schon verbrannt. Okay, last one, Freunde. Eine Person hat gesagt, Selina, zeig uns deinen Tascheninhalt. Und das können wir gerne machen. Ich nehme mal diese Tasche. Das ist nämlich die Tasche, die ich momentan immer trage. What's in my bag? Tag. So, this is my bag, Freunde. Wir haben in dem großen Fach nur mein Portemonnaie drin. Und mein Handy. Also im großen Fach ist immer nur mein Handy und mein Portemonnaie drin. Da haben wir dann 20 Euro drin. Ein paar Rechnungen von der Tankstelle. Und sonst ist hier nur mein Ausweis drin. Ich habe mir einen neuen Ausweis machen lassen. Das heißt, das Bild ist nicht allzu schlimm. Es ist okay. Und hier sind meine Giro- und Kreditkarten drin. Und sonst habe ich hier gar nicht viel. Außer natürlich McFit-Karte, wo ich natürlich immer hingehe. Ja, das war es auch schon. In der kleinen habe ich gerade ein Wimpernserum drin, weil meine Wimpernstylistin mir gesagt hat, dass ich mir meine Wimpern immer rausrupfe. Und das stimmt tatsächlich. Und deswegen muss ich jetzt ein Wimpernserum nehmen, weil sie nicht mehr viel hat zum Kleben, weil meine ganzen Wimpern ausgerupft worden sind von mir selber. Dann habe ich hier immer meinen Lip Maximizer drin. Ich liebe den, der ist von Dior. Kostet vielleicht 30 Euro oder so.
Aber der lohnt sich. Ich habe den in diesem Pink, also der ist durchsichtig. Da ist ein bisschen Hyaluron drin und das prickelt so minimal. Außen halt, ne? Dadurch werden die Lippen so aufgeplumpt. Da habe ich hier meine AirPods drin, die ich momentan auch gar nicht verwende. Ein Haargummi. Und ich habe noch einen Lippenstift hier drin. Das ist genau die Kombi. Ihr habt alle in dem Video gefragt von Shadow und mir, was ich da für eine Lippenkombi drauf hatte. Und es war halt wirklich dieser Lippenstift von Diego Dalla Palma. Das ist die Nummer 9 von Diego Dalla Palma. Dann halt auch den passenden, ja passend, ist er passend, keine Ahnung, auf jeden Fall Nummer 41 von dem Lip Liner dazu. Und da drauf der Dior Lip Plumper hier. Als Lipgloss. Das, ja, das war's schon. Ich habe noch eine Lippenpflege drin, ein Wimpernbürstchen, das war's. Ich habe kaum was in meiner Tasche. Ich hasse es auch, so viele Sachen in der Tasche zu haben. Wirklich, ich habe nie mehr in meiner Tasche als das. Das war's, Freunde. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand's sehr, sehr lustig. Es war so ein bisschen wie ein Vlog. Und endlich mal ein bisschen Action hier in dem Lockdown. Ich war ja jetzt so ein bisschen draußen mal, im Auto wenigstens. Naja, egal, auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!